Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen neuen Solo Duplication Glitch, was ihr für diesen Solo Duplication Glitch braucht. Ihr braucht zuerst eine mobile Kommandozentrale. In dieser mobilen Kommandozentrale müsst ihr ein persönliches Fahrzeuglager haben. Und in diesem persönlichen Fahrzeuglager braucht ihr unter anderem einen gratis LLG RH8. Das ist sehr wichtig. Falls ihr euch fragt, wo ihr diesen kaufen könnt, den LLG 8 könnt ihr bei Legendary Motorsports unter den niedrigsten Preisen für 0 Dollar euch ganz einfach in eure mobile Kommandozentrale reinkaufen. Dann Leute, braucht ihr noch eine Arena-Werkstatt. In dieser Arena-Werkstatt muss das Auto drinstehen, was ihr duplizieren möchtet. Ich in meinem Fall dupliziere einen Easy Classic, denn der bringt mir, wenn ich ihn verkaufe, 1,8 Millionen. Und dann Leute, braucht ihr noch zu guter Letzt in der Arena oder in irgendeiner anderen Werkstatt eine Fagio für 5.000 Dollar. Diese könnt ihr unter Southend San Andreas unter den niedrigsten Preisen für 5.000 Dollar finden, wie ihr hier sehen könnt. Und wenn ihr dann jetzt auch eine Fagio habt, dann braucht ihr noch zu guter Letzt, wie ich, den MC President. Das heißt, ihr müsst euch als MC President registrieren können, sonst könnt ihr diesen Glitch nicht durchführen. Und ja Leute, das erste was ihr macht, ihr begibt euch zu der Arena-Werkstatt, holt eure mobile Kommandozentrale, dann koppelt ihr so gesehen die Zugmaschine von der mobilen Kommandozentrale ab. Und dann Leute, wenn ihr die Zugmaschine einfach neben die mobile Kommandozentrale gestellt habt, lauft ihr einfach hinten in den blauen Punkt rein und steigt in euren LLG RH8 ein. Ich in meinem Fall muss jetzt noch kurz warten, bis er angekommen ist. Und ja Leute, dann steigt ihr einfach nur noch wie gesagt in den LLG RH8 ein und fahrt mit diesem einfach aus eurer mobilen Kommandozentrale raus. Jetzt Leute, fahrt ihr einfach wie ich hier geradeaus neben die mobile Kommandozentrale. Dann Leute, steigt ihr einfach aus eurem LLG RH8 aus. Jetzt müsst ihr in die Zugmaschine von der mobilen Kommandozentrale einsteigen. Und müsst sie so wie ich neben dem LLG RH8 parken. Das heißt, ihr fahrt einfach hin, parkt sie einfach so nah wie es geht an dem LLG RH8. Ihr müsst bedenken, ihr müsst auch noch rein und raus fahren können. Okay, ich denke mal, das geht so klar, wenn ich hier einfach so jetzt parke. Dann steigt ihr aus der Zugmaschine wieder aus, steigt in euren LLG RH8 ein mit Dreieck. Und dann fahrt ihr jetzt einfach hier raus und jetzt Leute, müsst ihr euch nämlich eine bestimmte Person beschaffen. Denn zuerst Leute, begebt ihr euch jetzt nämlich einfach mal hier in dieses Viertel und dort müsst ihr euch eine bestimmte Person beschaffen. Diese Person ist meistens ein bisschen auffälliger gekleidet, aber ihr werdet jetzt auch gleich sehen, was ich mit dieser Person denn genau meine. Ich kann das Wort halt nicht erwähnen, denn sonst würde YouTube mich striken lassen. Also ich suche diese Person jetzt mal gerade ganz kurz, Leute. Und ja, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier diese Person gefunden. Und jetzt stellt euch einfach neben diese Person, hupt ein paar Mal. Und dann dürft ihr diese Person auch schon in das Auto einsteigen. Jetzt, Leute, fahrt ihr einfach wieder zurück zu der Arena-Werkstatt. Und dabei schießt ihr einfach mal ein bisschen rum. Denn ihr müsst jetzt nämlich der Person, die neben euch im Auto sitzt, ein bisschen Angst machen. Und wenn diese Person dann ein bisschen Angst hat, Leute, dann müsst ihr jetzt drauf gucken oder gesagt darauf achten, dass ihr jetzt die ganze Zeit in ein schnelles Tempo zu eurer mobilen Kommandozentrale fährt. Denn jetzt, Leute, müsst ihr einfach genau hier zwischen euren MOC und zwischen dem, zwischen der Zugmaschine von der mobilen Kommandozentrale fahren. Und dann drückt ihr einfach Dreieck, um euch raus zu teleportieren. Jetzt, Leute, öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht auf MC President, drückt auf Fahrzeug wieder einlagern, dann dürft ihr sehen, dass nichts passiert. Jetzt Leute, lauft ihr zur Arena-Werkstatt hin, öffnet das Interaktionsmenü, geht auf MC President und jetzt Leute, fordert ihr einfach eure Fagio an, lauft in die Arena-Werkstatt rein. Jetzt Leute, begebt ihr euch in diese Garage, wo sich das Auto befindet, was ihr duplizieren wollt, das bei mir in dem Fall in der Arena-Werkstatt drin steht. Ich warte jetzt mal gerade ganz kurz.
So, und wenn ihr jetzt hier angekommen seid, lauft jetzt einfach zu eurem Auto, was ihr duplizieren wollt, und fahrt mit diesem Auto einfach aus der Garage raus. So. Einfach in das Auto einsteigen und dann mit dem Auto rausfahren. Und ich zeige euch auch gleich wirklich, dass das Auto sich dupliziert hat. Wenn ihr jetzt draußen angekommen seid, Leute, dann fahrt ihr zu eurer mobilen Kommandozentrale zurück. Jetzt müsst ihr nämlich die Person in eurem LRG RH8 einfach töten. Dann dürft ihr LRG RH8 wie bei mir despawnen. Jetzt fahrt ihr an eurer mobilen Kommandozentrale dran, drückt die Pfeiltaste nach rechts, nehmt die Fahrzeuglager-Vollmeldung einfach mehrere Male an. Und dann dürft ihr bemerken, dass ihr jetzt hier einen, ja, Easy Classic oder das Auto drin stehen habt, was ihr jetzt dupliziert habt. Jetzt, Leute, kann ich euch auch wirklich zeigen, dass ich jetzt hier gerade ein Auto dupliziert habe, denn ihr seht, hier ist jetzt mein Easy Classic. Das ist aber in dem Fall jetzt das Duplikat. Und das Original steht jetzt nämlich eigentlich noch da, wo es davor stand. Ich kann euch das Ganze jetzt auch mal zeigen. Das heißt, ich laufe jetzt einfach hier wieder zurück in die Rainer Werkstatt. So, Werkstattebene. Okay, ich warte jetzt kurz, bis ich reingeladen bin, Leute. Und ja, wenn ihr jetzt angekommen seid, lauft ihr dann einfach jetzt zu eurem Easy Classic. Und dann dürft ihr sehen, dass dort immer noch ein Easy Classic steht oder das Auto, was ich ursprünglich in die mobile Kommandozentrale reingefahren habe. Und ja, so leicht geht dieser Glitch. Wenn ihr diesen Glitch jetzt nochmal von neu machen wollt, dann wiederholt ihr diese Schritte einfach, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao.